Hallo, ihr lieben Freunde des Engelwolf-Schamanismus, der hessischen Hexereien. Ich freue mich heute Abend nach meiner ersten Woche wieder in Berlin zurück von den schönsten Wochen meines Jahres, meinen Wunderwochen, ein paar Worte an euch richten zu dürfen. Es handelt sich um unser erstes hessisches Wunder, Zauber, Hexerei-Wochenende, was ich mit Nicole Schollmeier und meinem Mitarbeiterteam gestalten werde, am 5. bis zum 7.01.2018. Und da bin ich immer wieder mal gefragt worden von Menschen, die mit Schamanismus, mit Hexerei, teilweise sogar mit Seminaren dieser Couleur noch gar keine Erfahrung haben, was müssen wir uns denn da vorstellen? Kriegen wir da Eselsohren gehext oder müssen wir da alle nackig im Kreis tanzen oder? Und wenn immer es um Schamanismus geht, wenn immer es um Hexerei geht, gibt es ja da auch eine Menge Vorurteile, gibt es eine Menge Ängste, gibt es eine Menge Befürchtungen, was könnte denn da alles passieren, was könnte denn da mit meinem Leben passieren. Und darum habe ich mich entschieden, heute diese Worte an euch zu richten, um vielleicht ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Transparenz zu dem zu schaffen, was wir mit euch, ihr mit uns, wir alle gemeinsam an diesem Wochenende gestalten wollen. Es geht ja in diesen vier Wochenenden darum, dass wir euch ein Fundament geben. Und das meine ich jetzt mit ganzem Lehrerherzen, total wahrhaftig, was euch in die Lage versetzt, dann mit den Dingen, die ihr da gelernt habt, zu arbeiten. Aber was noch wichtiger ist, wir möchten euch an die Hand nehmen, wir möchten euch in und durch Prozesse führen, die in euch euren inneren Heiler, eure innere Hexe zündet, vibriert und manifestiert. Weil es sind nicht nur die Formate, die einen guten Heiler ausmachen, sondern es ist seine Haltung, es ist seine Fähigkeit, sich zu erinnern, all das, was er mal war, all das, was er mal wusste. Und es ist seine Fähigkeit, sich selbst anzunehmen, zu reflektieren, auch in seinem dunkelsten, auch in seinen schwierigsten Facetten, das, was wir ja in unserer Arbeit zum Beispiel Schattenarbeit nennen. Also es wird in diesen vier Wochenenden um viel mehr gehen, wie nur, wann mache ich bei welcher Krankheit das und das und wie verjage ich in Anführungsstrichelchen diesen oder jenen Quälgeist. Nein, es wird neben ganz, ganz viel Handwerkszeug, ganz viel Arbeit an uns selbst, mit uns selbst, als Gruppe und in einer Einzelsession geben, damit ihr nach diesen vier Wochenenden als Heilerpersönlichkeit, als Heilermatrix wirklich in der Lage seid, dass Menschen, die zu euch kommen in ihrer Not, sich an euch und eurem Heilsein, eurem Licht, was wir hoffentlich in diesen vier Wochenenden auch in euch gezündet haben, erbauen können. Und es wird nichts passieren, nichts. Und darauf gebe ich euch mein Wort, was ihr nicht wollt. In unserer Arbeit, egal in welchem Kontext, gibt es eigentlich nur ein Dogma, nämlich das Recht, besser gesagt, die Pflicht eines jeden Teilnehmers zu einem unkommentierten Nein, wenn irgendwas mit ihm passiert, was er nicht will. Weiß ich was, Nicole invoziert, also zieht ihre Wölfin in euch hinein und beißt euch in den kleinen Finger, weil ihre Wölfin meint, es ist ganz wichtig, dass die Arthrose eures kleinen Fingers geheilt wird. Und da sagt ihre innere Wölfin, beißt da rein. Und wenn ihr auch nur den Ansatz einer Aversion dagegen habt, wenn ihr auch nur ein Fünkchen Nein dazu habt, dann sagt es, und nicht nur Nicole, jeder Engelwolf, jeder Mitarbeiter, aber auch jeder Teilnehmer wird sofort diese eure Grenze zutiefst achten. Also kein Mensch muss Angst haben, dass an diesen Wochenenden irgendwas mit ihm passiert,
was er nicht will und was nicht ausschließlich seinem Heilwerden, seinem Hexerwerden, seinem Schamanwerden, seinem, ja, Heiler-Matrixwerden nützt. Jetzt mal, dass sich auch jeder eine Vorstellung machen kann, wie läuft so ein Wochenende ab? Wir werden uns, wenn wir von weit her kommen, wahrscheinlich schon am Freitagabend treffen, gemeinsam zu Abend essen und einfach erzählen, uns ein bisschen kennenlernen. Ab dem zweiten Wochenende, das ist mir ja ganz wichtig, findet ja dann schon am Nachmittag für alle Interessierten eine Supervision statt, wo wir alle Probleme, die wir haben, alle Ängste, die aufkommen, aber auch fachliche Fragen mit Nicole, mit mir und unserem Helferteam eingehend bearbeiten können und wo auch Nicole, die ja eine super erfahrene Coachin ist und eine fantastische Gestalttherapeutin, auch innere Prozesse anschauen wird in diesem Supervisionskontext, die im letzten Seminar oder in der Zeit zwischen dem letzten Seminar und dem Seminar, in dem wir uns dann gerade befinden, hochgepoppt sind, aufgebrochen sind, sich gezeigt haben. Beim ersten Seminar werden wir diese Supervision noch nicht vorab haben. Das erste Seminar wird dann also anfangen am Samstagmorgen. Wir treffen uns im Kreis, wenn möglich, pünktlich. Engelwölfe sind pünktliche Schamanen. Wir haben ja auch starke preußische Wurzeln. Außerdem wollen wir die Zeit, die zwar einerseits reichlich, aber dann trotzdem knapp ist, wirklich effektiv nutzen. Und wir beginnen immer, indem Nicole in den Kreis geht, unterstützt von unseren Assistenten und räuchert. Räuchern bedeutet, dass wir den Körper mit Rauch bepusten, befächern, mit Ritualzigarren anpusten und den Körper, das System, die Seele damit reinigen. Rauch ist immer eine Reinigungshandlung, aber es ist nicht nur eine Reinigungshandlung. Mein geistiger Lehrer bei Vamos hat zu mir gesagt, wenn wir uns Rauch geben, erinnern wir uns an alles, was wir selbst schon mal als Hexe oder Schamane erlebt haben, sprich, was innerhalb dieses Feldes der Engelwölfe und innerhalb des Feldes unserer Lehrer zum Thema Schamanismus jemals gelehrt oder gedacht oder getan wurde. Also das Rauchgeben ist eigentlich nicht nur eine reinigende, eine kräftigende, sondern auch eine didaktische, eine erinnernde Handlung. Und damit werden wir immer anfangen. Und wenn wir geräuchert haben und gebetet haben, ich werde das Gebet der Engelwölfe am Ende des Räucherns sprechen, machen wir immer etwas, was wir einen Redekreis nennen. Wir haben einen Redestab und jeder in diesem Kreis kriegt diesen Stab und kurz und prägnant, wir anderen hören nicht wertend exquisit zu, wie wir das nennen. Dieses exquisite Zuhören, diese ganze Redekreisarbeit, die wir von unserer wunderbaren Heidi geschenkt gekriegt haben und diese von ihrem wunderbaren Lehrer Manin Tongkwat sehr zu empfehlen, alles anzugucken im Netz, was es über Manin Tongkwat, den Circle Way, zu lesen gibt. Ja, und diese Rederunde machen wir dann. Jeder kriegt den Redestab und sagt, wer er heißt, wo er gerade ist, was er mitbringt an Bedürfnissen für dieses Wochenende, was er sich wünscht, aber auch, wo er gerade einen Jammer hat, wo er gerade einen Schmerz hat, wo er gerade Hilfe braucht. Und das ist ja typisch bei uns Engelwölfen. Wir sind ja ein berührender Haufen. Man hat immer eine Hand frei für seine Nachbarn, um ihn zu halten, um ihn zu reiben und ihm zu streicheln. Viele Leute sagen, sie haben noch nie einen Kreis erlebt, in dem so viel berührt wurde, in dem so viel Zärtlichkeit ausgetauscht wurde. Aber auch hier, nichts davon ist ein Muss. Wenn ich nicht berührt werden will, kann ich jede Hand auch unkommentiert abweisen. Ich kann einfach sagen, jetzt möchte ich nicht, jetzt ist mir nicht danach. Aber wenn mir danach ist, kann ich jederzeit wiederum auch ohne es kommentieren zu müssen, um eine mich liebkosende oder reibende Hand bitten. Im Kreis ist alles gehalten, im Kreis ist alles geheilt.
dies ist das oberste Gesetz unserer Engelwölfe. Und das gilt auch für den Kreis und für die Berührung. Wenn wir uns ausgetauscht haben, wenn wir erzählt haben, ohne dass wir dies kommentieren, wir hören einfach nur exquisit zu, was der andere teilt, und dies ist schon alleine wahnsinnig heilsam, werden wir an diesem Wochenende mit das Wichtigste machen, was es für einen Engelwolf-Schaman, eine Engelwolf-Hexe gibt. Wir werden Krafttiere suchen. Unsere Mitarbeiter, unsere erfahrenen Assistenten werden für unsere Studenten ihr erstes schamanisches Krafttier suchen, und wir werden euch anleiten, gegenseitig in einer Überkreuzreise als erste schamanische Handlung, könnte man sagen, für euer Mitstreiter, eure Mitstreiterin ein Krafttier zu suchen. Diese Krafttiere sind die Basis unserer engelwölfischen Arbeit. Eigentlich keine engelwölfische Arbeit ohne das Herbeirufen, den Einsatz eines Krafttieres. Das Gleiche gilt für die nicht-animalischen Helfer. Also alle Helfer aus der geistigen Welt, Engel, Comicfiguren, Batman, Winnetou, aber auch Albert Schweitzer. All die, die im Himmel, könnte man sagen, in der nicht alltäglichen Wirklichkeit unser Kompetenzteam sind, die werden die Teilnehmer unserer Ausbildung an diesem ersten Wochenende kennenlernen und ebenfalls mit ihnen arbeiten. Ganz wichtig, Engelwolf-Ausbildung heißt Prozess, Selbsterfahrung, Entwicklung der Heilermatrix, heißt aber auch, alles, was sie lernt, wird sofort angesetzt, wird sofort im Grunde ja miteinander erprobt. Dann werden wir am ersten Wochenende Seelenanteile zurückholen. Da gibt es jede Menge YouTube-Videos von mir, wo ihr euch noch mal genau anhören könnt, was das bedeutet. Wir werden unser aller Seele komplettieren, weil nur eine komplette Seele kann heilen. Only what is here can heal, hat mal ein Lehrer zu mir gesagt. Und wir werden uns ganz, ganz wichtige engelwölfische Arbeit, eigentlich alltägliche Praxis, mit dem Entfernen von Energien beschäftigen in unserem Energiesystem, die uns nicht gut tun. Ob wir sie uns durch negatives Denken selbst erschaffen haben oder ob diese Energien sind, die von außen durch Traumatisierung, durch böse Augen, durch schreckliche Kindheitserlebnisse in uns hineingekommen sind. Und damit haben wir eigentlich schon ein Handwerkszeug, mit dem wir fast eine magische Praxis aufmachen könnten. Krafttier, Geistierhelfer, die Fähigkeit, die Seele zu komplettieren, zu reinigen und zu heilen und die Fähigkeit, Energien zu entfernen, die uns nicht gut tun, die uns krank machen, die an uns zehren, die in uns parasitär wirken, ist schon was ganz Tolles. Und das Ganze immer wieder durchflochten durch Berührungsübungen, durch Leibtherapie, durch zum anderen Horchen, was braucht dein Leib gerade von mir? Alles im Grunde umgeben und eingehüllt in die unbeschreibliche gestalttherapeutische Kompetenz von Nicole, die mit ihrer Gestalttherapie immer wieder helfen wird, wenn es irgendwo noch unerledigte Prozesse, unerledigte Geschäfte gibt, diese zu schließen und wirklich so weit wie möglich zu helfen, dass wir in unserer Heilergestalt an diesem Wochenende halbwegs geschlossen von dann ziehen. Und dann der Höhepunkt, der Heilkreis. Das ganze Feld behandelt die von uns, die gerade besonders in Not sind, die gerade besonders krank sind, und die kriegen zum Ende eines solchen Wochenendes nochmal die volle Heilkraft des Feldes. Also ihr werdet nicht nur unendlich viel lernen, ihr werdet nicht nur eure innere Heilermatrix zünden, nein, ihr werdet ganz viel Möglichkeit haben an diesem Wochenende zu heilen. Immer wieder höre ich, ein Wochenende hat mir mehr gebracht wie 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Jahre manchmal sogar Individualtherapie. Alles darf sein, nichts muss sein. Ich freue mich auf euch. Ich grüße euch, Aho, Hanta Jo, wir brechen durch, Magie, Zärtlichkeit, Sicherheit und Kompetenz, euer Andreas.